Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Zelda Breath of the Wild. Und ja, wir sind hier im Tempel, wo wir wieder ein kleines Wasserrätsel lösen dürfen. Ach, wie schön ist das doch nur. Gut, wir brauchen mal... Hä? Was leuchtet denn da blau? Ach so, wir brauchen mal zuerst das Feuer wieder. Das heißt, wir müssen... Hier ein Holz. Das habe ich hier vorhin alle Holzsachen weggeworfen, ne? Schauen wir, wie lange dieses Blatt hier im Feuer standhält. Wahrscheinlich lange. So. Ich hoffe mal, es reicht so lange, bis ich da hingelangt. Oh, ich bin fast tot, sehe ich jetzt gerade. So. Okay, dann müssen wir auch ganz hier kurz uns heilen. Mal kurz bei den Mahlzeiten schauen gehen. Vielleicht haben wir da was Tolles. Da Luxusgeflügel. Max hier rüber gibt fast zu viel. Ein halbes Herz zu viel, ne? So, das ist ein halbes Herz, sehr gut. Okay, passt. Gut, so, also. Wir haben hier. Ach du Scheiße. Das tun wir natürlich. Ist das nicht mehr? Doch. So, der Fächer damit. Ah, darum geht das nicht. Moment. Da müssen wir natürlich doch den Stab wahrscheinlich holen. Wir müssen was haben. Wir müssen was haben, mit dem er um sie rumwirbelt. Wie ein Schwert, so ein Sichel. Dann können wir nämlich das Beste verteilen. Ja, damit geht's. Darfst du nicht zerbrechen, bevor wir sie benutzt haben? Okay. Dürfen sie sich einstellen, nicht ein einziges berühren. So. Nein! Verdammt! War ich in der Mitte. Aber das ist die Lösung, so geht das. Oh Mann! Ja, wenn ich ja mit einem ankomme, dann... Ah, jetzt ist gut, jetzt ist gut. Ah, Mann, bin ich zu früh jedes Mal, oder wie? Hä? Temperatur... Energie lässt nach. Dabei habe ich ja gerade jetzt eingesteckt, das Gamepad. Ich hoffe mal nicht, dass es trotzdem mal... Huch! Oh nee. Aber es waren noch zwei Routen. Ist die eine dann weg einfach oder wie?
Weg. Wie sollen sie es denn schaffen, wenn man die keine Route mehr hat? Heizpfeile. Kann die einfrieren? Oh, man sollte mit der Bombe nicht direkt durchs Feuer fliegen. Moment mal, ich habe eine Idee. Ja. Wenn ich eine Paketbombe nehme. Und die in die Mitte hinlege. Dann würde ich treffen, sofern ich mich selber in Luft jage. So, mal kurz so. Okay. Das sind aber Headfire, wollte ich sagen. Gibt es ein blaues Feuer dann? Schaffe ich gar nicht so schnell. Ich glaube, wir haben jetzt echt ein Problem, dass ich jetzt keine Stöcke mehr habe. Und da liegen jetzt zwei Stöcke jetzt rum. Oh Mann, ey, das ist echt kacke jetzt gerade. Das war halt schon am einfachsten mit dem. Oh! LOL! Weißt du, die ganze Zeit versucht das Ding, es funktioniert nicht, ein Hieb und zack. Na gut, wir haben es geschafft. Da kann ich auch froh sein, dass ich so kleine Sachen doch dabei habe. Hätte ich es nicht gehabt, wäre ich mir voll am Arsch gewesen mit diesen Prüfungen hier. Genau. Sehr schön. Wieder ein Zeichen mehr. Ich möchte meinen Dienst erfüllen, möge die Göttin hier dir beistehen. Ich frage mich, wie viele 100 Schreine gibt es eigentlich im Spiel hier. Gut, man kann jedes Mal ein Herz holen bei 4 Schreinen rein theoretisch. Gibt schon einige wahrscheinlich. So, sehr schön. Was? Mein Schwer. Okay. Habe ich den Fächer jetzt weggeworfen? Nee, da köchelt der Fächer, okay.
Gut, hier können wir eh nichts machen. Jetzt wir kommen ja nicht weg mehr. Das heißt, wir müssen spawnen. Hier. Natürlich über die Karte. Mein Gott, so. Nordmine. Kann man die Minen rein? Okay, ich habe da gar keinen Eingang gesehen. Okay, wir werden es gleich sehen, denke ich mal. Ich habe da echt keinen Eingang gesehen. Kann man da rein? Okay, ich bin ein bisschen, ja, überfragt, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich das auch überlegt. Ja, man sollte vielleicht das Gamepad auch an die Konsole anschließen. Jetzt weiß ich auch, wieso die Meldung kam, dass die Batterie niedrig ist, wenn man das USB-Kabel am Controller anschließt, aber nicht an der Konsole. Das ist auch geil. Okay. Jetzt müsste es genug Energie haben, müsste es laden gleich wieder. So, jetzt gehen wir mal runter zum Chef. Der war da. Hi, Chef. Ja, Ah, der Reisende. Junoba hat erzählt, dass du ihm geholfen hast. Hier als Belohnung. Juliane, wie du... Was? Hier als Belohnung? Und was? Juliane, wie du können sowas doch brauchen, oder? Was denn? Nicht wirklich, oder? Fucking, jetzt kriege ich eine Brand... Jetzt kriege ich eine Brandschutzmedizin, dabei habe ich jetzt eine Rüstung. Zeit, dass wir uns mit Juno betreffen. Ich will ja Daruk gegenüber nicht respektlos sein, aber wenn wir Rudania keine Abreibung verpassen, Daruk? Jetzt sag nicht, dass du Daruk nicht kennst, den Recken der Goronen. Siehst du den Berg da? Das ist Daruk. Was? Also, okay. Welche von beiden? Lol, ich sehe das jetzt. Das ist eine riesen Statue mit zwei Köpfen irgendwie. Okay. Okay, hätte ja jetzt das schauen können. Jetzt schwenkt die Kamera rüber, okay. Oh, Rückblende. Einen Ruf zu verlieren. Die anderen drei sind echt gut. Um mitzuhalten, muss ich diesen Titan wie im Schlaf beherrschen. Ein prächtiger Anblick, oder etwa nicht? Die zackigen Felsen auf diesem Bergkamm. Wunderbar knusprig sind die. Ich habe keine Ahnung, was es mit dieser Verheerung Ganon auf sich hat. Aber dieses schöne Land werden wir uns nicht kampflos abnehmen lassen. Oder, Bruder? Ach ja, du wurdest als Leibwächter der Prinzessin ausgewählt, oder? Und das vom König selbst. Musst ja mächtig Eindruck gemacht haben. Glückwunsch. Aber diese Prinzessin, besonders entspannt ist sie ja nicht. Etwas biestig sogar. Besonders in deiner Nähe. Was ist? Das hätte ins Auge gehen können. Wirklich seltsam. Der Todesberg ist seit Ewigkeiten nicht mehr ausgebrochen.
jetzt rumpelt die Erde hier so stark, dass einem Felsen um die Ohren fliegen. Das ist nicht gut. Von irgendwoher wird er wohl den Namen haben, Todesberg, oder? Dann liegt es wohl auch, also wie gesagt, Doron ist der Nachfahre von Darok, okay. Dann liegt es wohl auch, dass ein kleiner Kerlchen wie Juno Bosagard Darok Schirm einsetzen kann. Dadurch wird er unkaputtbar und dann schließen wir ihn auf Radu. Was? Dadurch wird er unkaputtbar und dann schießen wir ihn auf Rudania, um die Titanen zu vertreiben. Normale Kanonkugeln machen dem nämlich nichts aus, weißt du? So, genug der Vorrede. Zeit, Rudania den Menschen den Marsch zu blasen, Menschen, mein Gott. Okay. Alles in Ordnung. Oh, ob alles in Ordnung ist, will er wissen. Gar nichts in Ordnung, sieh mal doch. Au, sieht man doch, okay. Heute gehe ich wohl nirgendwo hin. Will ja kein Umstellen machen, aber könntest du Junobo ausrichten, dass ich heute absagen muss? Er soll auf der Brücke von Eldin sein. Okay, wo ist die Brücke von Eldin? Da waren wir noch vorhin mal. Aber kannst du mal fragen, waren da nicht so wie Art Löcher? Kommen wir da in die hoch? Na gut, dann ist es über die Brücke da, ne? Okay, wir gehen hoch. Wir gehen mal hoch. Jetzt sind die. Na, das ist zu wenig hoch. Was ist das da? Oh. Okay, nicht das, was ich dachte sein könnte, aber auch nicht schlecht. Hä? Also ein Helm ist das. Frag mich, wo der Baum hier. Die Bahn hingeht da eigentlich. Das sieht auch ein bisschen komisch aus. Ja, klar. Ja, war wieder super leise von mir. Ah, sehr gut. Tropas gleich in die Arme geflogen. Brücke da oben. Ich glaube, wir gehen doch mal auf die andere Seite zu schauen noch, weil ich habe das Gefühl, da könnte interessant werden. Wir waren hier schon mal oben, ne? Wir haben dann aber dann doch einen anderen Weg gesucht. Okay. Ja, die Lava-Dinger da. Kann man diesem Eispfeil nicht wegnatzen? Oh. Kannst du schauen, ob wir die auch mit normalen Waffen besiegen können? So, jetzt sind wir hier oben wieder. Jetzt gehen wir da rüber. Ich will wissen, was da drüben ist. Okay, dann speichern Sie jetzt halber, falls das genau unser letzter Fehler war. Okay, war eine Chrombrücke. Weil das geht ja hier rein. Hier ist bestimmt was. Bevor wir die Bahn benutzen, gehen wir den Weg entlang zuerst. Guten Appetit. Okay. Ach, den Weg kennen wir ja schon. Okay, ist definitiv nichts.
kommen wir dieser Bahn hin? Wahrscheinlich können wir die Bahn gar nicht fahren, aber ich will es trotzdem mal versuchen. So als letzte Tat in dieser Folge noch. Kann schon vorstellen, wie das funktioniert. Werfe mit R. So, weg damit. Okay, ich weiß schon, wie das funktioniert. Wir müssen die Bahn jetzt hier stoppen. Okay. Das war knapp. Was der ganze Aufwand? Das ist eine Rohrkrepp. Moment mal. Wie war es denn Aufwand jetzt, bitteschön? Also ich hätte schon echt erwartet, hier ein Easter Egg zu finden. Ist irgendwas, was uns wirklich weiterbringt, aber hier ist ja nichts. Ich weiß nicht, doch da oben ist eine Kiste. Ja, doch, okay. Ein Gnome. Ja, aber trotzdem, hätte jetzt wenigstens ihn ein Geheimnis oder ihn einen Schatz lauern können, aber nee. Na gut, wir schauen dann, ob wir da wirklich weiter hoch noch kommen, weil hier noch oben irgendwas zu finden ist. Aber wie gesagt, das machen wir erst nächste und ich reste in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.